Willkommen, willkommen. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu einer neuen Folge vom Let's Build. Ja, und gleich mal als allererstes vorweg. Wir sind weit gekommen bisher. Wir haben diese ganze Festung, diese ganze Burg, diese ganze Stadt hier hochgezogen bisher. In den letzten Folgen haben wir uns ja damit beschäftigt, mit diesem Slum, mehr oder weniger. Ich weiß nicht genau, ob wir es als Slum bezeichnen können. Davor natürlich hier die komplette Anlage. Angefangen hat ja alles vor mehr als 30 Folgen mit dem Gebäude dort hinten. Ich erinnere mich noch so, als wäre es gestern. Nämlich gar nicht. Aber... Und natürlich muss ich auch ganz wichtig sagen, alles, was wir gebaut haben, haben wir gemeinsam gebaut, ohne dass jetzt irgendwie ich was alleine gebaut hätte und da Ausschluss der Öffentlichkeit, also offscreen, bis jetzt. Das ist die große Beichte. Ich habe aus Gründen, die ich noch erläutern werde, etwas hier gebaut, einen Block, mehrere Blöcke gesetzt, ohne die Aufnahme beizuhaben. Warum habe ich das gemacht? Ich zeige es euch am besten einfach. Dazu müssen wir dieses Areal verlassen und begeben uns in ein anderes Areal. Dort habe ich nämlich gebaut und gebaut und gebaut, ohne dass die Aufnahme bei war. Ich werde dann mal kurz auch erzählen, warum ich das getan habe. Also nicht noch nicht jetzt, sondern wenn wir dort angekommen sind. Das erschließt sich dem einen oder anderen dann vielleicht auch. Hoffe ich zumindest, dass da so ein bisschen Verständnis für herrscht, weil eigentlich hatte ich ja gesagt, wir wollen alles hier gemeinsam bauen. Aber ja, das war dann einfach so eine Sache, die... Oh, hübsch. Das war einfach so eine Sache, die viel zu groß und viel zu aufwendig war, um sie, jetzt schon mal vorweg, um sie zu bauen. Und das wird man dann auch sehen. Und sie ist noch lange nicht fertig. Also, es handelte sich dabei hauptsächlich um, naja, so... Nebensächlichkeit eigentlich. Im Grunde ist es nur eine Vorbereitungsarbeit, wenn man es genau nimmt, und dort sieht man es eigentlich auch schon. Und zwar habe ich ein bisschen Terraforming betrieben. Das erkennt man ja auch so ein bisschen da oben, diese gerade platte Fläche, die ist natürlich von mir. Auch die daneben und die daneben, die Platten da oben sind alle von mir. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Terraforming betrieben, weil das ist die Grundlage für ein Bauwerk, das wir dann in Angriff nehmen wollen, wenn ich es bis dahin dann noch als Projekt habe. Ich weiß nämlich nicht, wir nähern uns ja dem Ende, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob ihr sowas denn überhaupt noch sehen wollt. Seid ihr denn bereit, weiterhin die Let's Builds zu gucken, oder wollt ihr die überhaupt noch sehen? Weil, ja, es ist halt, es wird auf jeden Fall eine Menge Zeit in Anspruch nehmen, auch für mich. Mit den halben Stunden Folgen, das ist weniger das Problem, sondern einfach die Tatsache, dass es über einen sehr langen Zeitraum laufen wird. Ja, das solltet ihr euch überlegen. Ich verlange da jetzt nicht sofort eine Antwort. Aber sobald wir die erste Stadt fertig haben, werde ich dann mal so nochmal in den Raum werfen, wie es denn jetzt aussieht. Hallo? Da ist doch was falsch. So, ja, und im Grunde, ihr seht es schon, nicht nur ein bisschen Terraforming betrieben, sondern natürlich auch gleich ein bisschen Planung mit eingebracht. Denn wer sowas plant, wer sowas plant, muss natürlich auch, darf nicht nur auf die Kleinigkeiten gucken, sondern muss auch so ein bisschen hier auf sowas achten, dass sowas dann halt stimmt. Die Entfernung zu den Blöcken muss jetzt nicht unbedingt stimmen hier, von wegen, dass überall vier sind, das ist unwichtig. Aber dass dann halt nicht hier die Treppe ist und man praktisch von hier auf da rüber springen müsste, das geht natürlich nicht. Aber hier habe ich zumal schon so den Weg angefangen jetzt. Der Berg an sich ist sehr erdlastig, weil ich beim Terraforming hauptsächlich hatte zwar Stein im Inventar, sieht man ja hier. Aber ich habe hauptsächlich erstmal mit Erde die Form reingebracht und will dann später nochmal, so wie ich da schon angefangen habe, ab und zu so Akzente setzen, dass das Ganze gerade auch bei den hinterliegenden Schichten, so wie hier, dass man da so ein bisschen Felsiges mit drin hat. Von hier drüben fängt man übrigens an. Das hier ist der, da habe ich angefangen, den ersten Aufstieg zu bauen. Hier sieht man es noch so ein bisschen, das waren so die ersten Anfänge. Ne? So, und ja, wir machen uns einfach auf den Weg nach oben, auf den Weg auf die Spitze. Und da unterwegs erzähle ich aber so ein bisschen. Und zwar ist die Idee gewesen, dass ich ja hier auf dieses Stückchen in der Mitte eine kleine Festung bauen möchte.
Ich dachte mir so, ach komm, baust du mal nicht irgendwie nur die Landschaft rein, sondern fängst du an, das Ding irgendwie auf dem Berg zu bauen. Dann war hier allerdings kein besonders großer, auch sehr hübsch hier, ne, mit dem Wasser. Dann war hier allerdings auch kein besonders großer Berg. Das war eins meiner Ärgernisse. Und die Aussicht ist auch wunderschön. Also kann man, also aussichtsmäßig ja wunderbar. Auch mit den Bäumen, die so ein bisschen drunter liegen, das hat schon was. Inspiriert natürlich das Ganze von der Wetterspitze und anderen Bergen, wo man Pfade hinauf hat. Wie gesagt, ich wollte eine richtige Burg auf dem Berg oben drauf haben. Das machte sich natürlich in dieser Region schlecht. Auch hier wieder wunderschöne Aussicht auf diesen Steinpfeiler. Und also fing ich an, dann so ein bisschen zu bauen und hier ein bisschen was hochzuziehen und da ein bisschen was hochzuziehen. Ach, und hier könnte man ja noch und da noch, und dann sind so Sachen wie das da entstanden, was ich persönlich immer extrem feiere, wenn irgendwie so eine Zunge so rüber geht, wo dann auch so ein Pfeiler noch steht. Das finde ich passt immer sehr, sehr gut rein, sind so kleine Akzente, die den Berg ein wenig formen. Da unten sieht man übrigens den ersten Bereich, da ist die Treppe, die hier hochführt. Von dort sind wir gekommen, also man hat auch so ein bisschen Rundumsicht. Ab und zu hat man noch so eine kleine Höhlenöffnung, dort sieht man es gerade noch. Man hat schon so ein bisschen gesehen, warum ich hier so um den heißen Brei herum rede, denn ja, hier würde dann zum Beispiel die Brücke rübergehen, dass man hier eine Zugbrücke hat, in der Mitte einen Turm und auf der anderen Seite wieder eine Zugbrücke. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, warum ich das offscreen gemacht habe, denn ihr könnt es euch schon denken, dieser ganze Berg ist künstlich. Wenn ich jetzt hier runterspringe, ja, alles, was ihr hier ringsrum seht, also die einzigen Berge, die hier standen, das könnt ihr in den ersten Folgen, da bin ich ein bisschen abgeflogen, sehen, sind die hier, die so ein bisschen an den Kanten noch so reinragen. Das war das Einzige, also dieser Bereich dort, so, wie ich jetzt den Cursor langziehe, war schon dort. Dieser kleine Hügel war dort, dieser Berg geht in etwa so hoch, das ist der Berg, auf den wir hochgelaufen sind. Und dieser hier war auch schon so vorhanden, also so hier, so in der Höhe, wie der Cursor jetzt ist. Das sind alles Berge, die schon hier waren. Der führte dann hier wieder runter, sieht man ja noch, und dann ging hier schon wieder so ein Berg hoch. Also man sieht, es gab hier zwar eine freie Fläche, man sieht auch noch, ich habe großflächig gerodet, hier sieht man noch die Abdrücke der Bäume. Ja, da habe ich angefangen, diesen riesigen Berg, der noch nicht mal wirklich hoch ist, aufzutragen. Und das ist locker bestimmt 8 bis 9 Stunden Arbeit gewesen. Könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Folgen das gewesen wären, nur damit zuzusehen, wie ich hier Erde auftürme. Ich habe natürlich nicht alles fertig gebaut, also ihr merkt schon, hier gibt es überall Höhleneingänge, bei denen ich auch immer pflichtbewusst weggeschaut habe, um nicht zu spoilern, nicht zu stark zu spoilern. Manche sollen halt so Schmugglerdurchgänge sein, manche sollen in Höhlen führen und andere sollen halt, so wie zum Beispiel dieses viereckige hier, da wird eine Unterkunft reinkommen, falls man das abends hier oben ankommt und die Stadttore geschlossen sind, dann kann man sich halt in dieser Unterkunft einfinden. Dasselbe gibt es am Anfang des Berges. Wo war es? Warte. Das ist es nicht. Das ist die falsche Höhle. Hier. Da. Da gibt es das Ganze nochmal. Was? Nee, das ist auch wieder so eine Schmugglerhöhle, glaube ich. Scheiße. Hier. Die hier ist es. Weil natürlich ist der Pfad auf dem Berg... War es jetzt die? Scheiße, ich verirre mich. Ja, die war es. Und zwar ist natürlich so, dass bei Nacht der Pfad auf dem Berg ziemlich gefährlich sein kann. Und deshalb gibt es hier auf relativ am Anfang des Berges dann eine Möglichkeit, auch hier wieder eine Gaststätte aufzusuchen, eine Herberge. Und die anderen Höhlen, so wie die hier... Warte, sag mal, die hier... Oder halt diese da. Oder ganz speziell diese und... wo ist sie? Die auf jeden Fall auch. Die hier. Die sind alle... Naja, Schmugglerhöhle möchte man nicht sagen. Aber so Pfade durch den Berg, auf die man auch... auf die man auch wandeln kann. Ich zeig's mal ganz kurz anhand dieses Durchganges hier. Und da habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben. Da hast du nämlich tatsächlich auch so einen kleinen Pfad abseits der großen Straße, die da unten lang führt. Hast du so einen schönen Pfad, an dem du hier auch hier oben einfach lang wandeln kannst. Das sind dann praktisch Banditenpfade oder Pfade von Waldläufern, je nachdem, wie man es haben möchte. Man sieht auch schon Schweine, Kühe treiben sich hier auch rum. Tschüss.
Ey, wenn ich Tschüss sage, heißt das Tschüss und dann... Na gut, die Kuh möchte nicht, aber das Schwein. Schweine können bekanntlich fliegen. Ich weiß gar nicht, was die Kuh hat. Ist doch eh nicht tödlich, der Sturz. Oh, offensichtlich doch. Na gut, ja, hast du also wirklich diesen Pfad, den du hier so lang laufen kannst. Und da sieht man schon, ist der nächste Höhleneingang. Hier, zack. Und da sind wir auf der anderen Seite. Dort haben wir gerade eben gestartet. Und dasselbe gibt es natürlich auch von hier aus. Also auch hier haben wir dann einen kürzeren Pfad zwar, der aber auch seinen, ja, sein Ziel erreicht, sagen wir einfach mal. Ne? Da hast du wirklich die Möglichkeit, dann zack, und dann bist du auch wieder in der Höhle drin. Du hast also beidseitig überall Höhlen, die du erreichen kannst. Du kannst natürlich auch dich hier auf eigene Gefahr weiterkraxeln und dann von hier aus die Landschaft genießen. Also man hat wirklich mannigfaltige Möglichkeiten. War nicht so leicht, das Ganze auch hinzubekommen. Am Anfang war hier tatsächlich, man sieht es hier noch so ein bisschen, waren tatsächlich nur diese 4x4 Quadrate ausgestanzt, die dann hier die Treppe hochführten. Mehr oder weniger willkürlich gesetzt. Man sieht es hier noch, damit da eine natürliche Form des Berges zum Vorschein kommt. Von oben sieht der Berg jetzt übrigens unter anderem so aus. Ja, und was die Höhe angeht, ich wollte ihn eigentlich ziemlich hoch machen, aber nun ist das Problem, je höher man natürlich mit einem Berg kommt, es sei denn, ich ziehe ihn weiterhin so Ziehharmonika-mäßig auf, dass immer so kleine Einbuchtungen drin sind, der Berg sich nicht wirklich verschmälert, dann habe ich das Problem nicht. Aber ansonsten hat man halt das Problem, dass ein Berg, je höher er wird, natürlich immer schmaler wird. Und ich möchte nicht die kostbare Baufläche verschwenden. Deshalb glaube ich, es wird dann hier in die eigentliche Stadt gehen und dann wird es hier hinten nochmal einen Weg hinauf, also eine höhere Ebene geben, die dann tatsächlich nur hier ist oder die dann hier über Stelzen zur Burg führt, je nachdem. Ich habe da noch ein paar Ideen im Petto, also es könnte zum Beispiel auch sein, dass dann hier die Burg ist oder ein noch höher gelegener Bereich der Anlage, wo dann zum Beispiel hier über diese Stelzen, die dort schon stehen, dass die noch weiter nach oben gehen und dann eine Brücke hinüberführt zu einem zweiten Berg, der ganz in der Nähe steht. Zum Beispiel könnte der hier stehen, so eine schmale Felslippe, auf dem dann praktisch das Schloss steht. Also ich habe da noch so Ideen, aber mal sehen, was da so drum kommt. Und das möchte ich dann auch wieder gemeinsam mit euch machen. Also das Terraforming, das jetzt so übrig bleibt mit den Steinchen, also wo ich dann hier nochmal so überall Stein platziere, mache ich weiterhin alleine. Aber das Terraforming, sobald es dann hier ins Bauen geht, wenn dann die Bildreihe noch läuft, wird dann wieder mit euch gemeinsam sein. Also an der Form des Berges wird jetzt erstmal nicht weiter gerüttelt, sondern es wird nur noch das Stein hinzugefügt. Auch die Höhle unten drunter hat man schon gesehen. Ich habe mir da so Bergeingänge gedacht, dort zum Beispiel. Und wo war der zweite? Der zweite war, glaube ich, hier ist der eine. Wo ist denn der zweite? Achso, da. Da ist der zweite. Die werden natürlich unten ein großes Areal verbinden. Ich glaube, hier war auch nochmal so ein ungewollter Eingang. Den habe ich nicht geplant, aber der war auch schon drin. Da saß praktisch drei Eingänge hier in die große Höhle. Und da soll dann auch so ein schönes Höhlensystem entstehen. Vielleicht sogar mit einer kleinen Banditenstadt drunter. Ich weiß es noch nicht so 100%, was ich mir da jetzt denke. Aber ich bin froh, dass der Berg schon mal so steht und dass er auch einigermaßen gut aussieht. Er hat natürlich wirklich noch sehr viel Erde, aber ich versuche ab und wirklich jetzt demnächst die Steine mit reinzubringen. Und ja, ich habe schon so ein kleines Bild im Kopf, wie die Anlage oben aussehen könnte. Also ich sehe zum Beispiel hier schon den Turm mit den Zugbrücken dran und hier die beiden Torhäuser, die dann dafür sorgen, dass die Zugbrücke auch funktioniert. Also ich habe da wirklich schon... Naja, sagen wir mal, ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ich weiß schon, wie es aussehen könnte. Ich habe ja schon für jedes Areal so ein bisschen was im Kopf. Und jetzt geht es natürlich dann wieder an das, worum es eigentlich geht. Wir wollen nämlich die Stadt weitermachen und nicht hier die ganze Zeit rumklabustern und so ein bisschen rumquatschen, nur um da ein bisschen abzulenken. Sondern wir wollen uns jetzt tatsächlich mal an die Fertigstellung machen und das geht natürlich am besten, indem wir hier die Türme zum Beispiel mal uns anschauen. Der Turm ist ja soweit durch, der hat ja auch schon ein Dach. Aber der hier zum Beispiel hat noch gar keine Etage drin, das kommt natürlich alles noch. In der letzten Folge haben wir, wie gesagt, das hier gebaut, diese Slums. Die Einrichtung kommt zum Schluss. Aber was uns jetzt noch fehlt, das letzte Viertel, das wir anlegen, das ist auch relativ wichtig, ist der Hafen.
der sich ja hier unten lang ziehen wird. Und beim Hafen bin ich mir selber noch sehr unschlüssig, wie das aussehen könnte. Da schauen wir einfach mal und lassen uns überraschen, was mir da so einfällt. So. Am besten wäre natürlich, also hier ist ja sowieso sehr flaches Wasser, das müssten wir vielleicht auch nochmal ausbessern. So, das Wasser hier ein bisschen tiefer kriegen, damit wir hier auch Schiffe reinkriegen. Ansonsten bleibt uns nichts, als hier nur Stege lang zu bauen und dann hier den Hafen reinzulegen, also ein richtiger Tiefseehafen, ein Meereshafen, was sich hier eigentlich anbieten würde, weil das Gelände hier so stark abfällt. Mal gucken. Auf jeden Fall werden wir den alten Hafen anlegen, so mit richtig mit Stein und allem. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich lasse sowas ja gerne über die Zeitphase laufen. Also ich lege zuerst das an, wie es früher war. Und dann nehme ich Änderungen vor, wie sie bei einer richtigen Stadt im Laufe der Zeit halt auch mal kommen. Angebaute Holzstege zum Beispiel. Hast du in vielen Städten, dass an die ehemaligen Hauptstege dann die Holzstege noch angebaut wurden, um größere Kapazitäten freizukriegen. Und das werden wir hier natürlich dann auch probieren. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Zeit, wie lange ich gebraucht habe, um euch beizubringen, dass ich da was offscreen gemacht habe. Naja, knapp die Hälfte der Folge. Ist doch auch was Schönes. So. Ihr könnt natürlich auch eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich solche Terraform-Sachen, solche großen, die weit über 12 Folgen in Anspruch genommen hätten, wenn nicht sogar noch mehr, ob ich die offscreen machen soll, wenn das wirklich so Riesensachen sind, oder ob ihr die auch sehen wollt, weil, ich sag mal so, wenn man eine Stadt baut, sieht man wenigstens immer mal was anderes, aber bei dem Berg war das jetzt wirklich, also mir war es teilweise selber schon zu viel. Ich habe das jetzt über 2 Tage gestreckt mit dem Berg, aber wie es so oft ist, ne, es kam mir zuerst zu riesig groß vor und ja, am Ende merkt man, oh, ich bin ja schon so gut wie durch. Ich hätte es trotzdem nicht im, also ich glaube, ich hätte es trotzdem nicht im letzten Bild gemacht, weil es einfach zu viel ist. Es macht einen Haufen ist wirklich ein Haufen Aufwand, es macht einen Haufen Arbeit. Das muss man alles eigentlich nicht haben. Bin ich der Meinung. Also man kann sich das natürlich auch schwerer machen, als man es braucht, aber ich bin der Meinung, das muss man nicht haben. Gibt es andere Möglichkeiten oder andere Projekte, andere Städte beispielsweise baue ich sehr gerne im Let's Build, weil das viel, viel schöner ist, wenn man, da sieht man es wenigstens wachsen, wisst ihr, was ich meine? Also wenn wir jetzt hier so hoch gucken, ne, da sieht man einen Fortschritt, weil ich baue ja immer abschnittsmäßig, ich baue ja nicht zuerst die Grundstruktur, wie ich es beim Berg mache ich das ja wirklich so, ich baue zuerst die Form vor, und dann baue ich alles zu, und hier mache ich ja wirklich, ich baue erst einen Turm fertig, dann kommt der nächste Turm, so wie es mir halt gerade in den Kopf kommt. Und das macht sich halt für ein Let's Build einfach besser, weil man wirklich ständig Fortschritt sieht und auch wieder interessante Sachen sieht. Und ich bin mal gespannt. Ich schätze mal, 40 Folgen werden wir brauchen, um die Stadt im Großen und Ganzen fertig zu kriegen. Also richtig mit, dass alle Gebäude stehen. Das, gut, sagen wir mal, 50 Folgen werden wir brauchen, bis alles eingerichtet ist noch. Bis wirklich alles Fußböden hat und so. Ja, und dann noch 50 bis 60 Folgen können wir dann mal überlegen, wie es dann weitergeht. Ich meine, mit 60 Folgen wäre das schon ein ziemlich langes LP, ja. Also, oder sagen wir, LP stimmt ja insofern nicht, ist ja dann eigentlich ein Let's Build. Aber mit so vielen Folgen wäre das halt doch schon ein sehr, sehr langes Projekt. So stimmt schon eher. Wie machen wir das hier? Das wäre praktisch jetzt hier der ursprüngliche Kai Pflaume, und an dem werden dann die Holzstege angesetzt, die ja später dazu kommen. Oh, im Hafen regnet sich, ist schön. Ich glaube, ich werde mich sehr häufig im Hafen aufhalten. Ein Grund mehr, den Hafen schön zu gestalten. So. Jetzt müssen wir bloß halt den Hügel hier abtragen. So. Bin ich mal gespannt, was ich mit dem Ding hier noch mache. Da wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dann hier den Eingang reinzusetzen. Hup, dass man da unten dann in die Halle reinkommt. Das ließe sich dann zum Beispiel gut als Zollstation verwenden. Aber das ist auch noch Zukunftsmusik. Erstmal will ich den Hafen fertig kriegen. Dann können wir uns um diese Schandecke hier kümmern. So.
So. Okay, wie machen wir das hier? Hier gehen wir auch bis ran, würde ich sagen. Das sind jetzt die Hauptwege, an denen man dann praktisch die verschiedenen Gebäude auch, ja, sag ich mal, betreten kann. Wir werden dann auch hier lang nochmal so einen Keil ziehen. Zack. So. Natürlich nicht zu lang. Wir wollen ja nicht so weit übers Ziel hinausschießen. Im Grunde war der jetzt schon zu lang. Obwohl, geht eigentlich noch. So. Da wird man dann hier so ein bisschen noch von der alten Mauer sehen. Man soll dann von hier aus einen schönen Überblick auch haben. Und ja, das kann sich dann so sehen lassen. Jetzt müssen wir hier nur noch die Fassade wiederherstellen. So. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Also man hat dann praktisch hier den Kai. Wir machen mal einen Dreier-Kai. Das 2 ist mir sehr, sehr eng. Mittlerweile bin ich von den Zweierwegen schon stark weg, weil das wirklich immer sehr beengt aussieht. So, in Gebäuden mache ich das immer noch ganz gerne, aber auf Straßen und Plätzen sieht man schon, nehme ich häufig die magische Zahl 3 oder 4. Weil das für große Straßen und Plätze einfach angemessen aussieht. So. Da haben wir das Tor. Wirkt schon gigantisch. Also ist schon respekteinflößend. Das Türchen. Und die Frage ist jetzt natürlich im Rahmen der Verteidigungsanlage, ob man denn das Tor. Es wäre praktisch, wenn das Tor über diese Anlage gesteuert bzw. betreten und verteidigt werden kann. Weil die ist separat. Die ist praktisch nur für den Hafen zuständig und das Tor ist im Grunde auch nur für den Hafen da. Das große Tor ist nur für den Hafen und genau wie diese Anlage natürlich auch und gehört damit eigentlich zu dieser Anlage, während der Turm insgesamt eigentlich eher zur Festung gehört, da seine Verteidigung schon speziell in diesen Raum fällt. Zack. Aber mal sehen. Erstmal zurück zum Kai. Kai Uwe. So. Hier haben wir Vierer, oder? Boah, wir sind ja richtig dekadent, sogar Sechser breit, aber okay, das ist natürlich. Machen wir mal hier einfach eine Vierer-Kombo. So. Von hier aus gehen dann die Hafenanlagen ab. Beispielsweise könnte man hier dann den Kai lang ziehen, der dann. Oder man steckt hier das Lagerhaus hin, an dem sich dann vorne die Kais lang ziehen. Das geht natürlich auch. Hier praktisch also wirklich so Holzstege, die dann von hier aus weitergehen. Und das ganze Areal so untereinander erschließen, dass das ganze Hafenviertel so ein bisschen im Wasser steht, in den Flachwasserbereichen. Das gefällt mir von der Idee her. Weizensamen, der sieht auch komisch aus. Sieht aus, als würde einer so einen hässlichen Hund streicheln. Das da oben ist die Hand und darunter ist der hässliche Hund. So, Holz. Wir brauchen mächtig Holz vor der Hütte. Eichenholzstüfchen. Oh ja, und Stämme natürlich auch. Am besten wird hier, der sieht so schön verkeimt aus. So. Wie machen wir das jetzt hier? Machen wir hier mit Kante? Ja, komm. So, dann gibt es hier jetzt die Stege. Von diesen Hauptstegen gehen dann praktisch später. Also es gibt Hauptstege und Nebenstege. Und von diesen Hauptstegen, zum Beispiel wie hier vorne, das sind dann breitere, gehen dann später die Nebenstege ab. Es wird so eine richtige kleine Vorstadt, könnte man sagen, die hauptsächlich auf Holz gebaut ist. Ein Ebenbild des Slums. So. Und die Hauptkais sind natürlich, die Hauptstege sind natürlich wieder breiter. Und von diesem geht zum Beispiel nach vorne hin, dann geht der Schiffskai ab, an dem dann die Schiffe angebracht sind. Also über diesen Steg geht dann beispielsweise hier ein. Machen wir mal nicht so nah am Steg dran, sondern gehen wir mal ein bisschen weiter weg. So. Da geht dann hier einfach mal so ein Kai ab. Da geht dem Kai einer ab. Und der ist dann schmaler. Besten eine Zweierbreite. Hier könnte dann zum Beispiel ein Schiff drin liegen.
Wie breit sind meine Schiffe im Durchschnitt? Dann nehmen wir mal Stein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Reicht das von der Breite? Das ist dann ein sehr schmales Schiff. Müsste aber reichen. Dann gehen wir nochmal auf, gehen wir auf 13. Dann kriegen wir hier vielleicht zwei Schiffe hin. Dann machen wir 15. Dann wieder zwei. Dann haben wir genug Platz für ein Schiff, dass es manövrieren kann. Oh, das ist nicht so gut. So. Also. Gut. Das sind dann die Hochseeanleger, wo man dann richtig mit den Schiffen, wir haben jetzt gesagt 15 waren es, ne? Die gehen wir natürlich hier jetzt auch wieder. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. So. Und hier dann wieder eine Zweierreihe bis nach vorne. Da macht es dann auch gar nichts, dass hier ab und zu mal so Sandinseln sind. So. Das ist dann diese Anlage. Also hier werden dann richtig die großen Schiffe anlegen, während auf der anderen Seite dann die Fähren. Das ist auf der anderen Seite hier in Richtung des Sumpfes, wären dann eher Fähren. Oh, da müssen wir aber weit raus mit dem Hafenviertel. Macht aber nichts. Das Hafenviertel ist ja eh vorgelagert und das braucht ja an sich auch keinen wirklichen Schutz. Wir können zum Beispiel auch hier so einen Holzsteg lang bauen, der dann entlang der alten zerfallenden Mauer sich lang schlängelt und dann hier zum Steinbruch führt. Und dann haben wir am Steinbruch praktisch. Ja, wobei im Steinbruch durfte eigentlich nichts sein. Wir machen den Steinbruch mit einer Straße von vorne gangbar, also dass dann hier die Straße lang führt, die dann zum Haupttor führt. Da haben wir den Steinbruch auch angeschlossen. Der wird dann vom Hafen zwar zu sehen sein, wird aber nicht verbunden sein, weil der Hafen in Entfernung lang läuft. So, haben wir das auch geklärt. Jetzt müssen wir noch hier den... So. Das ist dann wirklich hier der Hauptpfad entlang. Da werden wir hier vorne natürlich auch viel Gebäude hinsetzen müssen, so Tavernen und so weiter für Seefahrer. Eine Herberge wäre zum Beispiel auch praktisch, also eine richtige Herberge. So. Die Stadt braucht ja schon ein paar Anleger. Kann schon mal passieren, dass auch drei Schiffe kommen. Dann machen wir das Ganze nämlich noch einmal breiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stimmt das so? 1, 2, 3. Machen wir so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Verdammt. 2 zu viel. So. Jetzt müsste es aber stimmen. So. Ist zwar nicht so elementar wichtig, dass sie jetzt gleich groß sind, aber ich mag das, wenn das so ein bisschen symmetrischer ist und so ein bisschen gleichmäßiger. Da haben wir natürlich übergroße Seeriesen, haben keine Chance. Die können sich nicht einfach so in das Becken hier reinmanövrieren über Breite. Aber für die gibt es immer noch die Möglichkeit, sollte ein richtig großes Schiff kommen, so wie ich es ja auf meiner Let's Show-Karte habe. Das kann sich immer noch so hier davor legen und kann dann über diese kleineren Stege sich entladen lassen. Das braucht dann einfach bloß Längsheits gehen und muss sich nicht hier einfädeln. So. Jetzt müssen wir bloß noch diesen Steg hier fertig kriegen. Und man sieht schon, das ist hier so ein richtiger Hochseehafen. Also hier kommen Waren ohne Ende an. Über dieses Meer. Oh, guck mal. Tatsächlich alle Stege auf derselben Höhe, wenn es so wie es aussieht. Warte. So. Okay. Werden natürlich dann auch einen dieser, vielleicht zwei Schiffe werden wir hier anlegen lassen. Eins hier und dann eins hier. Oder eins hier und eins hier. Und das ist dann gerade ausgelaufen. Und mal sehen. So. Machen wir die Viererbreite, setzen wir hier fort. Und hier würde dann ein Pfeiler reinkommen. Dann müssten wir jetzt hier... Wenn da der Pfeiler ist, dann würde hier wieder ein Pfeiler reinkommen und hier wieder ein Pfeiler reinkommen. Beziehungsweise
Ja, eigentlich müsste hier ein Pfeiler hin, so an die Ecke. Hier so. Hup. Aber okay. Da zerbrechen wir jetzt nicht die Rübe drüber. Wir können die auch unordentlich machen. Das wirkt dann eher wie. Aber das wirkt eher wie so ein Ork-Hafen, wenn die Pfeiler so ein bisschen unordentlich sind. Und gut. Warte mal, da da ein Pfeiler hinkommt, wir sind zu schmal. Aber ist ja egal, hier kann der Steg ja schmaler werden. Das ist ja dann wieder eine andere Geschichte hier vorne. Machen wir zum Beispiel hier, dass der Pfeiler hier endet, dass der Steg hier endet. Dann könnten die, könnten wir hier auf das Ende könnten dann die Fähren, die nach drüben führen. Dann müssten wir allerdings ein wenig runter von unserem hohen Ross. Oh, wenn man, ah, das ist ja auch cool. Wenn man die ganz untere Kante anvisiert, dann geht der, oh, dann geht der automatisch etwas runter. Siehst du? Das ist auch genial. So, ein halbes Quäntchen reicht aber nicht. Der muss schon etwas tiefer. So, zeig mal her. Nein, auch noch nicht. Wenn man es herbeiführen will, geht's nicht. Na super. Na komm, so. Na egal. So. Lassen wir es mal erstmal auf der Hälfte. Also um einen halben Block tiefer. Das ist zwar jetzt nicht so extrem viel, kann aber doch schon einen Höhenunterschied ausmachen von einem Block. Ja komm. Dann machen wir uns jetzt. Das ist mir, glaube ich, jetzt einfach auch zu blöd. Dann machen wir uns jetzt folgendermaßen. Da geht's. Dann machen wir uns jetzt hier einfach eine Treppe ran. So. So. Und daran können wir dann immer noch. Hallo, ich würde ganz gerne. Machen wir es folgendermaßen. So. Da die Fähren, die etwas tiefer im Wasser liegen, machen wir die Stege halt so. Das sind dann die schmalen Stege. Die Fähren werden noch nicht so furchtbar lang. Frage ist jetzt natürlich die Breite. Also hier kann ja locker eine Fähre ran, auf der anderen Seite auch. Dann würde ich sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und dafür, zack, dafür dann auf der daneben liegenden Spur nehme ich hier auch nochmal eine Fähre. So. Warum mache ich das jetzt so komisch und will hier unbedingt vorne einen Platz freilassen, ist ganz klar. Ich möchte nämlich, dass man da mit einem Boot auch hier reinfahren kann, dieses ganze Hafenfeeling praktisch so ein bisschen erleben kann. Dass man hier auch so Nebenstege hat, die dann hier so reinführen, die dann auch so nach unten wie Belieferungsstege sind von den verschiedenen Gebäuden. Das stelle ich mir schon ein bisschen geil vor. So. So. Und so. Damit kann man auf jeden Fall schon arbeiten. Was sagt die Zeit? Oh, die Zeit sagt, wir sind am Ende. So, ganz kurz. Ja. Das sieht doch schon nach was aus. Habe ich ja genau richtig auf die Uhr geschaut. Die Zeit sagt nämlich, jetzt ist Feierabend, Kumpel. Und dabei wollen wir es natürlich auch belassen. Okay, das sieht in Ordnung aus. Was sagen die Kumpels hier? Die sagen auch, das ist in Ordnung. Müssen wir natürlich hinten so ein bisschen noch, also hier müssen wir ein bisschen was wegnehmen. Es durfte aber nicht allzu schwierig werden. Wir müssen ja nur bis hierhin und dann etwa 5 Blöcke in die Tiefe. Das machen wir mal Stück für Stück, immer Feld für Feld. Ja. Und ich würde sagen, hier kommt dann ein Gebäude hin, was dann hier so eine kleine Insel für sich selber hat. Und da gucken wir dann, dass hier irgendwie dann auch eine Verteidigungsanlage, so ein kleiner Turm oder was hinkommt, dass der Hafen nicht zu sehr ins als Schwachstelle dann auszunutzen ist. Das kriegen wir schon irgendwie hin, dass die Verteidigungsanlagen trotzdem noch ihren Sinn haben. Hier zum Beispiel wäre ein hölzerner Leuchtturm sehr praktisch, der einen dann schön manövriert, der auch einen eigenen Steg bekommt.
ist klar. Ich kann mir das schon so ein bisschen vorstellen, wie das aussieht. Hast natürlich dann am Ende hier so eine lange Häuserreihe von oben, wo dann nur Häuser, Häuser, Häuser. Das möchte ich dann so ein bisschen unterbrechen, indem ich zum Beispiel dann auch mal hier so ein Haus setze und dann hier so einen Weg reinziehe, der dann hier mal so lang geht. Also dass das Ganze so ein bisschen ungeordneter aussieht und nicht so eine, einfach so eine lange Häuserzeile, die gerade hier so da lang geht und dann einfach bis Häuser bis an das Ende zeigt, sondern auch so ein bisschen, dass man ein Haus dann bei weiter hier drin steht, wo man dann wirklich mit dem Boot genau an den Fenstern vorbeifährt und dann natürlich hier vorne auch nochmal so ein Gebäude steht und da und hier und da. Oh, ich habe schon Ideen ohne Ende, ihr merkt es schon. Was ich auch habe, ist Hunger. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann fangen wir auch gleich von vorne an, von ganz, ganz vorne. Man sieht da drüben übrigens schon von diesem Steg aus, das ist ja auch cool, von diesem Steg aus sieht man das Ziel der Fähren. Das finde ich genial. Denn die Fähren werden natürlich hier über diesen sumpfigen Pfad, da dürfen die wenig Tiefgang haben, werden die dann hier rüber segeln. Wahrscheinlich aber eher auf die Seite. Weiß ich noch nicht so 100 pro. Für die Stadt hatte ich nämlich auch schon, da habe ich auch schon geschwelgt in Gedanken, wie das hier am Ende aussehen könnte. Da habe ich mir gedacht, hier Hafen, auf der Seite so wie dort, Tiefseehafen hier so richtig hin und hier so ein kleiner Fährhafen, die aber getrennt voneinander sind. Ah, da bin ich mir selber noch ein bisschen unschlüssig. Machen wir auch erstmal eine Stadt fertig, würde ich sagen. Und der Rest ergibt sich dann. Sieht doch schon mal noch was aus. Fehlen natürlich noch die Stützpfeiler und was weiß ich nicht alles, was da noch fehlt. Aber sieht schon noch was aus. Also kann man nicht meckern. Steinbruch kriegen wir auch noch ordentlich hin, dass dann am Steinbruch aussieht. Gut. Eigentlich hätte ich das Ganze auch. Also, meine Ursprungsidee kann ich mal ganz kurz erzählen, wo wir das große Tor haben. Meine Ursprungsidee war natürlich, dass hier unten ein riesiger Platz hinkommt, der eigentliche Wohnstadt wird, wo dann auch von hier aus die Mauer bis hier hinten rangezogen wird. Und da hast du hier unten so einen kleinen abgetrennten Bereich, wo dann Treppen hochführen. Das sollte eigentlich alles ganz anders aussehen. Also im Endeffekt wäre die Mauer dann hier gewesen. Das wäre die nächste Mauer gewesen. Das wäre alles ein großer Platz hier unten gewesen. Aber es sollte halt nicht sein. Ich finde die Idee hier eigentlich auch ganz schön, weil es passt in mein Konzept einer umgebauten Festung, einer Festung, die zu einer Stadt umgebaut wurde. Weil in der Geschichte, die ich mir für diese Karte ausgedacht habe, in meiner Fantasie, sage ich mal, ist ja noch nicht niedergeschrieben, ich will mir noch so eine richtige Historie ausdenken, gehörten diese beiden Seiten, also dieses Land und dieses Land mal zusammen, während das hier halt hauptsächlich die Kornkammer war, die Agrargebiete, wo viel mit Landwirtschaft gearbeitet wurde. Gab es dort drüben praktisch die große Stadt, von der alles regiert wurde. Damit aber hier keine Aufstände entstehen, wurde diese riesige Festung hingestellt, die nach einem Aufstand, bei dem die Festung fiel, durch eine Seeblockade, weil man anfing, den Hafen zu blockieren, der damals natürlich noch kleiner war, fiel die Stadt in die Hand der Rebellen, die praktisch die Unabhängigkeit für ihren Teil des Reiches dann erzwangen und die Festung zu ihrer Hauptstadt ausbauten. Das ist praktisch die Idee dahinter. Im Grunde lässt sich die Festung auch durch eine Seeblockade relativ leicht einnehmen. Oder was ist relativ leicht? Man kann sie halt aushungern, weil die Festung ist uneinnehmbar, solange man nur über Land belagert. Weil du kannst die Festung immer wieder über den eigenen Hafen mit Nahrungsmitteln versorgen. Sobald du allerdings eine Sperre des Hafens, also eine Seeblockade herbeiführst, wird die Stadt irgendwann ausgehungert sein. Das ist dann eine Frage der Zeit. Deshalb ist es für die Stadt auch elementar wichtig, dass der Hafen verteidigt wird, denn wenn der Hafen nicht gehalten werden kann oder die Seewege nicht gehalten werden können, deswegen kriegt das Land ja auch eine eigene Flotte, die ab und zu mal hier mit ein paar Schiffen vor Anker liegt. Zum Beispiel hier könnte sie vor Anker liegen. Was ist eigentlich hier die Levelgrenze? Ach, die ist ja schon hier. Hoppla. Also hier zum Beispiel hier könnten wir irgendwo so ein Schiff unterbringen, das dann. Das Problem ist, wir haben nicht genug Ozean. Verdammt, die Karte ist zu klein. Es müsste jetzt hier noch so ein bisschen raus auf dem Ozean gehen, dann könnte man so eine kleine Flotte vor Anker liegen lassen, die dann hier in der Nähe geblieben ist. Aber wir können ja hier zum Beispiel ein Kriegsschiff mit einbauen, das dann hier so sein Dasein fristet im Hafen.
Aber ich glaube, für das Land hier machen sich Flussschiffe einfach wesentlich besser, weil viel Sumpf, viel flache Gewässer und vor allem braucht man hier auch einen Lotsen, wenn man hier durch möchte. Man sieht ja schon, das ist ziemlich türkisches Gelände hier an jeder Ecke ein Dönerstand. Quatsch. Also man sieht schon, hier kommt man viel weiter mit Flussschiffen, weil die sich besser durch den Sumpf manövrieren lassen. Auch hier habe ich schon Ideen gehabt, aber ich möchte nicht zu weit vorgreifen. So, gehen wir mal zurück zu unserer Festung. Da haben wir noch die nächsten 10 Folgen locker. Die nächsten 20 Folgen eigentlich noch zu tun. Hier das Hafenviertel, danach Terraforming, nach dem Terraforming. Also erst Hafenviertel, dann Terraform. Nee, machen wir es anders. Hafenviertel, Steinbruch, Terraforming. Also Terraforming betrifft ja das ganze Areal. Gebäudefertigstellung mit Etagen und so weiter, und danach dann Feintuning, sprich die Ausstattung wird eingebaut, Türen, Fenster. Bei Türenfenster kann ich eigentlich auch schon beim Gebäudefertigstellung reinsetzen. Und Feintuning ist dann halt Innenausstattung, also Tische, Stühle, Kisten, Betten, sowas alles. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze fertig aussieht. Und danach Namensgebung. Das ist das Große. Also natürlich, man kann ein Schiff, gibt man einen Namen, wenn es fertiggestellt ist, werden wir hier auch machen, mit feierlicher Weihung am besten. Aber auch einer Stadt gibt man einen Namen, gebe ich einen Namen, wenn sie fertiggestellt ist. Und sobald die hier fertig ist, kriegt sie einen Namen verpasst. Den könnt ihr übrigens auch schon selber mal ab und zu in die Kommentare werfen, wenn euch da einer einfällt. Ich werde mir die dann aufschreiben und dann werde ich die mal so mit durch den Kopf ziehen lassen. Ja, bevor wir jetzt bei 40 Minuten rauskommen, sage ich einfach mal, wir beenden dort, wo wir angefangen haben, nämlich auf diesem wunderbaren Turm, von dem aus das Slum wirklich sehr, sehr klein aussieht. Aber ich meine, es sind 17 Hütten, hallo? Oder waren es 16, 17? Ich glaube, es waren 17. Egal, auf jeden Fall sind das eine Menge Häuschen dafür, dass da eigentlich bloß so ein paar Türme in die Luft ragen. Also kann man nicht gegen sagen, aber ganz oben möchte ich nicht wohnen, zumindest nicht als Alkoholiker. Machst die Tür ein bisschen schwungvoll auf, trittst zu weit nach vorne, fällst dir erstmal 7 Etagen tief. Ist auch nicht so geil. Sind es 7, 1, 2, 3, 4, 5, es sind 6, verdammt. Okay, fällst dann halt erstmal 6 Etagen tief. Ist ja auch egal. So, und jetzt, bevor es wirklich 40 Minuten werden, sage ich einfach mal tschüssig. Oh, es sind schon 40 Minuten, ich Idiot. Ich sollte öfter mal auf die Uhr gucken. Okay, bevor es 45 Minuten werden, sage ich einfach mal tschüssig aufs Kapitel. Wir sehen uns, ciao.